Also sowohl als auch, denke ich. Und dann setzt er sich auf den Boden und belebt sich einfach wieder. Der Arschsack. Ja gut, das hat ein Phönix, ne? Die können. Ja, ist mir doch scheißegal, die wer das können ist. Sowas. So, ist der Kult der Sinnesfreuden noch dran? Nee, die waren schon, ne? Nee, die waren am Anfang. So, die sind mein nächster Feind. Größerer Feind. Oh Gott, die haben wir auch noch da oben. Oh, die Todessucher. Oh, die Todessucher. Wo kommen die bitte her? Jetzt ohne Witz. Die greifen mich an. Nee, das sind die nicht. Oder sind die das? Nee. Muss, ist vielleicht aber nicht die Armee. Das sind Chaosrebellen, oder? Nee, Todessucher. Okay. Oder stehen die unter Chaosrebellen vielleicht? Das kann natürlich sein, dass das einfach allgemein für alle Rebellen nicht, ist. Muss ich das spielen oder muss ich es nicht spielen? Ey, ist bei mir 50-50. Keine Ahnung. Notfalls kann ich ja noch automatisch machen. Ja, stimmt. Also bei mir würdest du es gewinnen. Ja. Also ich würde so 60-40 okay, sagen. Ja, dann. Ich hab. Mir ist egal, du kannst auch spielen, dann ne? Also. Automatisch hab schon genug gespielt, ey. Sicher, ich garantiere ja, für nichts. Ich weiß auch nicht, ich will die Stadt eigentlich nicht verlieren, aber ich hab auch keinen. Ja, willst du denn? Dann spielst. Dann spielst lieber. Ich hab auch nicht so geile. Ja, die Einheiten sind noch nicht gut. Ist halt nur Garnison. Willst du probieren? Hast du gespeichert? Ja. Ich weiß. Willst du spielen? Automatisch. Ich weiß nicht, wenn es eindeutig wäre, würde ich sagen, ach komm, dann spiel ich es halt. Wie kann... davon sind diese Schlachten zu spielen. So, da sind wir im Spiel, müssen wir natürlich theoretisch auf den Nigo warten, aber der müsste ja auch gleich wieder da sein. So, ich werde mich jetzt, weil es glaube ich ganz gut ist, hier oben hinstellen, hier oben positionieren. Mit meinen Nahkämpfern natürlich an vorderster Front. Und die kommen da nach hinten. Ich will die ein bisschen weiter so ausstellen. So, zack. Hab grad so überlegt, meine Fernkämpfer müssen ja Schaden machen. Ja? Sonst würden die Phönix ja nicht so schnell sterben. Stimmt. Und die Drachen. Auch in der Luft nicht. Das ist richtig. Ich würde die Fernkämpfer noch ein Stück weiter an die. Was haben die denn für eine Reichweite? Haben die überhaupt eine Reichweite? Ja. Deine? Welche? Oh, die Kanone ist heftig. Die hat eine raue Reichweite. Wer soll eine Reichweite haben? Nee, sah jetzt nicht so, man sieht das so schlecht in dem Schnee, wie weit die Reichweite von deinen Fernkämpfern geht. So, wenn man die einen stelle ich hier so hin, die anderen versuche ich mal hier hinzustellen, dann gucken wir mal, was passiert. Ach, warte mal, welche können sich denn. Ja, gut, ach, wobei, nee, das wird nichts. Machst du die? Weiter. Ja. Ich glaube, das bringt nichts. Die hier. Wer kann sich denn da reinstellen? Deine Kavallerie, oder nicht? Nee, oder doch? Doch, Vorortaufstellung, ja. Hä? Nö. Doch? Nein. Ich kann die da nicht reinstellen. Gib mir mal eine. Das ist dann gleich wieder. Ich kann. Also, ich kann sie da nicht reinstellen. Bei mir ist es weggeixt. Wolltest du den hinstellen? Nein. Nee, du musst zwischen Gelb und Weiß, ne? Ach so. Nicht zwischen Rot und ja, nee. Weiß. Ach so, wobei, warte mal. Ach so. Warte, ich schenke sie dir. Ich dachte, es muss zwischen Rot und Weiß sein. Na gut. Jetzt steht die außerhalb, ne? Denk dran. Dann sind ich weiß wir nicht, ob die getarnt ist. Ach guck mal, die gehen auch da. Ah, das ist ja gut. So, da gehen die hin. So, los geht's. Ist die getarnt? Hat er mir zumindest gerade angezeigt, ja. Okay. Ja. Okay, er steht da nur rum. Ne, er bewegt sich sehr langsam. So, die Kanone. Okay, die eine Kanone schießt, glaube ich, auf deine Kavallerie. Können sie ja machen. Die reitet jetzt weg. Aber die schießen dann. Ich glaube, die positionieren sich. Ne, die müssen ihn noch ein Stück nach vorne bewegen, aber. Okay, du stehst jetzt voll drin, ne? Die schießen? Ja, ja, die laufen ja. Sind schon am. Ja, ja, ne, ich wollte dich ja nur informieren. Ja, natürlich. Die Kanone zieht einfach mit. Ja, ist zielsuchend.
Die Kanone zieht mit deinen Reitern mit, egal wie du dich bewegst. Ja, ist Zielsuchen, ja, das ist kein Problem. Richtig. Kein Problem für die. Wie geil, aber das jetzt einfach aussah. Guck mal. Die ist wirklich zielsuchend. Die zieht wirklich mit. Ich greife dir jetzt einfach direkt an, scheiß drauf. Das ist mir noch nie aufgefallen. Wenn du dich da rausbewegst, zieht die mit. Was ist das denn? Irgendwas anderes. Guck mal, so ein Feuerball aus dem Wald. Was? Warum wanken die denn? Beschädigt die Artillerie. Alter, das ist ja der größte Rotz überhaupt. Jetzt wanken sie nicht mehr. Jetzt hängt mein Spiel. Ich habe ein Standbild. Ich hatte auch. Jetzt habe ich wieder eins. Jetzt ist es weg. Jetzt. Scheint es zu gehen. Oh, aber es ist jetzt, glaube ich, alles in Slow-Mo. Ja. Ach, komisch. Jetzt geht's wieder. So. Alter, die Kanonenleute sind schon stärker als normale Einheiten. Wer schießt doch schon nicht den komischen. Ach so, das ja, ist der Zauber, Held von ihm. Ne? Ja, wie lange fliegt der denn? Ja, natürlich. Ausgewichen, du Bitch, ey. Ausgewichen. Oh ja, ich flieg mal 5 Stunden hinterher. Ja, das bringt eigentlich jetzt gar nichts. Guck mal, die sind davor stehen geblieben. Die nicht. Die sind einfach durchgemarschiert, denen war alles egal. Vor allem die Hauptarmee, die bewegt sich im Schneckentempo deiner Hauptarmee und ihr da hinten kämpft. Und da kommt wieder der Feuerball auf du. Ja, aber der markiert mich auch direkt. Also ich denke mal, der wird einfach so angreifen. Ja, aber dass das überhaupt. Aber dass das überhaupt so geht, das ist ja schon wieder. Aber auch nur bei denen. So, gleich kommen die ersten Schussreichweite. Die einen machen überhaupt gar keine überhaupt gar keinen Schaden, ne? Die haben auch keinen Bock. So, die ersten kommen in Schussreichweite. Okay, na dann. Aber schießt keiner. Doch, jetzt schießen wir. Jetzt geht's los. Ich bring's jetzt auch was, dass sie schießen. Was macht das? Explosion wirkt nicht auf verbündete Truppen. Achso, das ist wieder was, was ich nur bei Verbündeten machen kann. Juhu! Hä? Der hat die geheilt, der Penner. Nee, jetzt nicht mehr. Hä? Das ist verwirrt. Okay, die Bogenschützen haben auf jeden Fall was gebracht. Oder Armbrustschützen. Ja, ich auch. Schon geschwächt. Alter, hä? Warum? Alter, deine. Ich raff's irgendwie nicht. Was denn? Die haben immer wieder halbes Leben, dann geht's wieder weg. Dann haben die wieder halbes Leben, dann geht's weg. Jetzt sind sie weg. Ja, ist aber mal besser, ey. Meine Güte. So, gut, da die eh gleich tot sind, werde ich jetzt irgendwas angreifen. Wieder. Schick mal deinen Helden mit rein. Nein. Warum nicht? Der darf nicht. Das ist eine der stärksten Einheiten, die du jetzt hast. Der darf nicht. Hier, nimm mal die da und hau da mal in die Flanke. Er hat Diabetes. Aber die nicht. Der hat Diabetes. Ja, ist Captain Diabetes. Ach, okay. Captain Diabetes. Da schlitzt sie die auf. Blöden Chaoskrieger. So. Dealers, genau, das sind alles Dealer hier. Ach, schießen wollte er, ja? Ach, die sind aber schnell weg. Mal gucken, was sie machen, wenn sie von zwei Seiten angegriffen werden. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wer denn? Na, seine Kavallerie. Ja, da macht er nämlich nichts, aber irgendwie macht es wenig Schaden. Attack! Warte, gib dir mal. Hä? Achso, ich hab. Wo sind die anderen Pferdetypen hin? Rot? Ach, die sind tot. Ja, gut. Also ich sehe sie auf jeden Fall nicht mehr auf dem Feld. Niemand weiß warum, aber Sieg. Ich glaube so klar. Ey. Taktik. Ich glaube so klar, jetzt ist es nicht gewonnen mit dem automatischen.
haben sie aber einiges gerissen, finde ich. Ja. Aber die Armbrustschützen sind halt wieder mal Gold, ne? Also die haben ja am Anfang schon die ersten zwei Einheiten komplett tot geschossen. Ja, also diese sind echt gut. Die haben halt nicht die hohe Reichweite, aber ich glaube, die haben mehr Schaden, die Elfen, die Hochelfen. Das kann natürlich gut sein, ja. Und was ich cool finde, und ich glaube, das ist auch neu, dass man jetzt auch Helden mit in den Garnisonen drin hat, wenn man das aufrüstet. Ich weiß nicht, ob man das vorher schon hatte, aber ja, das ist ganz cool. Weil die sind ja eigentlich immer recht stark. Ja. Also helfen auf jeden Fall mal. Oh. Die sind schon ganz, ganz nicht unschlecht. Ja, das stimmt. Das waren jetzt aber diese Todessucher, oder? Nee. Nicht. Das war Chaos-Rebellen. Ja, ja, aber weil die haben dich doch angegriffen. Ja. Aber da waren doch die Todessucher dran, oder nicht? Ja. Also zählen die da drunter? Kann sein. Das kann ich dir so leider nicht beantworten. So, was geht jetzt ab? Jetzt bewegen... Bin ich nicht dran? Achso. Jetzt. Bietet ihnen Fleisch an. Ja, die verderbte und mörderische Todesnacht ist gekommen. Die Hexenköniginnen kommen herab, boshaft und nach Opfern suchend. Vielleicht könnten wir sie mit einer Gabe milde stimmen. Ermöglicht Verschleiß für diese Armee. Nein, eure Männer und eure... Ja, scheiße, ja, muss ich machen, weil die Loyalität ist eh schon kacke. Ach, das ist alles Käse. So, jetzt mal hier erstmal alles weg. Weg, weg, weg. So. Okay, die chillen da immer noch rum. Wenn ich aber... Ich komme da ja zum auch gar nicht hin. Das ist ja doof, aber ich gehe jetzt erstmal zurück. Weil die würden ja wahrscheinlich Hilfe aus der Stadt bekommen, ne? Und das würde ich definitiv nicht gewinnen. Da ich aber Verschleiß kriege, gehe ich mal zurück. So, okay, pass auf. Jetzt mal folgendes. Wo sind die Pissnecken jetzt hin? Wo sind die denn jetzt hin? Jetzt sind die da. Ach ja, fickt euch, dann nimmt euch die Stadt da. Gebt mich auf den Sack. Holst du dir so Städte wieder, die du schon mal hattest, oder? Ja. Naja, weil die eh schon daneben stand. Hm. Ja, weil da so wenig Garnison drin ist. Ach, kacke, die... Oh, jetzt kann sie sich natürlich nicht bewegen. Okay, warte mal. Boah, zwei... Naja, gut. Warten wir noch eine Runde. Nächste Runde werde ich da die Stadt verteidigen. So, was hatte ich jetzt gesagt, wollte ich hier noch reinmachen? Ach, kacke, was war denn das? Die Schatten-Bihand-Kämpfer haben eine Reichweite von 150. Geschossschaden okay. 39. Weiß ich nicht, wie viel das ist. Kann ich jetzt nicht einschätzen. Also die Dunkeldorn mit Schild, ja, die haben, machen einen Geschossschaden von 26. Komisch. Meine machen einen von 32 und gar keinen. Also irgendwas wollte ich da noch reinsetzen. Eine Hydra. Hydra ist immer ein ganz gutes. Ach komm, einen davon mach ich mal rein. So. Vier Runden. Fünf. So, du weiter. Boah, das dauert so lange, bis die da sind. Und die belagern einfach diese Scheißstadt, ne? Ich denke, die wollen jetzt wahrscheinlich dann... Och, du Scheiße. Warum krieg ich den Verschleiß? Ich hab doch das andere genommen. Ach nee, Kacke habe ich nicht. Falsch jetzt genommen? Ja.
Na, geh doch einfach in diese Stellung da, die hast. Geht nicht, die ist in der Stadt drin. Ja, da krieg ich die Verschleiß? Ja, weil das so, eine, so ein Dings irgendwas war, dann konnte ich entweder Loyalität plus 1, dafür aber krieg die Verschleiß. Oder Loyalität minus 1. Das Problem ist, die war bei Loyalität 2, wäre auf 1 gewesen. Achso. Dann kannst du ja, also es kann jetzt auch passieren, dass du mich einfach verrät. Hattest du das schon mal? Ja, ich glaube einmal hatte ich das, dass einer irgendwie... Was passiert dann? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Kann sein, dass ich schon mal hatte, vielleicht auch nicht. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann nicht mehr daran erinnern, ob du schon mal... So, wenigstens gehen jetzt erstmal die ganzen... außer hier, hier geht's nicht hoch. Gut, na gut, hier wird auch gerade belagert. Aber sonst geht überall, vor allem drei Armeen von denen und noch ein Rebellen. Naja. Läuft. Klingt ja noch Spaß. Spaß ist da aber noch untertrieben. Ja. Der Spaß auf jeden Fall vorprogrammiert. So, ja. Die wollte, die genau, die ziehe ich da rüber. Das dauert aber 8 Jahre, bis die da sind. Die sind am Plündern. Okay. Wenn ich die Stadt verliere, ist es mir jetzt scheißegal. Sollen sie haben. Nächste Runde gehe ich da rüber. Warte mal, wenn ich den wegmache. Ach, da habe ich auch welche davon drin. Egal, ich mach den weg, ich mach den weg. Und ich mach auch den weg. Und scheiß auf den auch. Dann habe ich halt nur eine 6er, aber plus die, das sollte ja reichen. Gut. Nicht zugewiesene Fähigkeitspunkte. Na, dann will ich die mal zuweisen. So, zack. Und dann... Zack, zack. Ja, wie der Malekith hier einfach nur alle irgendwie beobachtet und in Schach hält. Ja, muss auch sein. Und ich bin ja schon... Ich will ja schon gerne angreifen, ey. Wen? Ja, Lothar. 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 Die Städte, oder? Ja, die eine Stadt, die sie mir geklaut haben. Sklavenkap. Sollst du denn schaffen? Nee. Dann 13er Garnison plus 6er Armee und als Verstärkung noch eine 10er. Geschwächt. Lass es. Aber das, nein. Beim besten Willen nicht. Ich kann hier leider auch nichts wie vor Ort im feindlichen Gebiet. So, mein Gebiet gehe ich halt hier über die Grenze. Nämlich bei mir. Ja, kann ich auch wieder weiter rekrutieren. Läuft. Ich habe kein Geld. Also ein bisschen. Oh, die hat ja auch keine Loyalität. Ist ja scheiße. War irgendwer bei der Loyalität, oder? Hä? Hat überhaupt noch irgendwer Loyalität? Nee. Ich bin überlegen, ob ich jetzt hier eine noch rekrutiere. So eine kleine Armee, die hilft. Die ich danach auch wieder wegmache. Nur mit Bogenschützen. Und mit Schnittern. Einfach nur zur Unterstützung. Ich habe einen Erlass. Wo habe ich einen Erlass? Hier habe ich einen Erlass. Aha. Na, dann machen wir natürlich öffentliche Ordnung. Ist ja klar. Beschädigtes Gebäude habe ich auch. Wo habe ich denn das? Kann ich immer noch nicht reparieren. Ich habe schon wieder kein Geld. Okay. Naja, bin ich mal gespannt. Na, ich denke mal, der Kult wird mich versuchen auszuhungern. Schätze ich mal. Also ich meine, es wäre ja gar nicht mal schlecht, wenn sie das so machen, weil dann habe ich ja Zeit, noch irgendwas zu holen. So an Verstärkung.
wenn es dann zeitlich reicht. Oder er greift dann kurz, bevor du dann da bist. Kann sein, also er hat ja noch 12 Runden theoretisch, aber irgendwann fängt er die Garnison an, ein bisschen zu bröckeln. Und ich denke mal, dann ist immer der Punkt, wenn sie angreifen. Ein bisschen ist gut. Um die Hälfte, ne? Und dann würde ich das Ding auch verlieren. Weil das kann ich so nicht halten. Das ist ja, also deswegen hungere ich dir auch immer aus, weil die Garnison dann stark anfängt zu unterzugehen, dass die im Grunde keine Chance mehr nach einer Runde schon haben. Okay. Mit zwei Armeen könnte ich sie eventuell verteidigen. Aber auch nur ganz vielleicht. Ey, dieser Bendikai, der ist ja auch immer dabei. Ja, jetzt nicht mehr. Er kommt wieder. Das waren nämlich seine zwei Armeen, die hier die ganze Zeit rumgestanden haben. Also die Stadt, die verteidigt haben, die große. Ja. Die sind jetzt beide tot. Okay. Weil er beide gerade in die Schlacht reingeholt hat. Aber ich sehe gerade, er schickt schon eine 8 danach. Kein Problem. Ja, also ist ein Traum. Also. Gar kein Problem. Ist doch echt zum Kotzen, oder? Wie will man denn das schaffen, wenn er immer wieder Einheit nachholt? Du hast ja gar keine Zeit, dich mal irgendwie zu regenerieren. Tja, das interessiert ihn wohl nicht. Ja, das ist mir scheißegal, ob es ihn interessiert. Oh Mann, ey. So. Die hier ist gleich aufgepäppelt. Und dann brauchst du die jetzt noch? Brauchst du jetzt noch eine Armee von mir? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie sieht's ja momentan aus? Ja, immer noch nicht rosig. Okay, dann komme ich. Dann aber eine Runde noch, dann mache ich mir auf den Weg. Wenn ich es auch schaffe, weiß ich nicht. Kommt drauf an, was er jetzt macht. Okay, er stellt sich mitten in die Stadt. Die kommen davor. Oh Gott, jetzt sind alle drei da. Ach du Scheiße. Die sprüht. Cool, der Sinnesfreunde, ich greife immer noch nicht an. Ja, hätte ich wenigstens nur ein Krieg. Mit einer von den Fraktionen. Ja, aber wäre doch langweilig, nee. Oder? Irgendwie. Ja, so sehen. Ach ja, nimmt die Stadt bitte. Schenk sie euch. Jetzt greifen die mich schon wieder an. Ja gut, aber diesmal schaffst du es ja. Achso, das ist die gleiche Armee. Ja. Siedlung verloren. So. Die Machtspiele von Hargrave betreffen uns alle. Der höchste Schreckensfürst kontrolliert Handel und Ressourcen. Sollte jemand diese Rolle belegen, der unser Vertrauen hat, könnte dies für uns nützlich sein. Ja, für wen denn? Für Astralla. Astralla, wo ist denn die? Astralla? Ich weiß es. Ja, komm hier, zahle ich und dann gibt's Einfluss, läuft. Hargrave, die schwarze Flut. Oh, jetzt wird die auch belagert. Okay. Ey, Hargrave, achso, das ist eine Stadt. Ja, das ist die Siedlung. Okay, ich gerade, ist die Fraktion nicht tot? Und irgendwo ist auch wieder Rebellion am Stissel. Ja, Herr Groß. Gut, ja, dann dauert es wohl doch noch ein bisschen länger, bis da Verstärkung kommt, weil. Da muss ich jetzt natürlich erstmal die angreifen. Und töten. So. Das sollte ja klappen. Das sollte klappen. So. So. Ja, ist ja gut. So, dann kannst du hochleveln. Irgendwo auf das hier. Und dann machen wir das und laufen weiter. So. Wir haben nämlich keine Zeit zu verlieren, wir müssen ja mal zu Potte kommen. Genau. Ah, so, ich hoffe, ihr Pissnacken seid jetzt glücklich, dass ihr eure scheiß Stadt wieder habt und lasst mich jetzt in Ruhe.
Rede nicht so mit denen. So, Moment, bevor ich das mache. Die kommt natürlich nicht hin. Aber so. Ich weiß nur nicht, im Gewaltmarsch ist das keine Verstärkung, ne? Musst du mal gucken, was da steht. Ja, das kann ich nicht sehen. Weil... Also ich muss sie jetzt dahin, also sie muss jetzt dahin laufen. Ja, wähl doch einfach mal eine Einheit von dir aus und geh mal da drüber. Guck mal, was da steht. Ja, das kann ich erst machen, wenn sie daneben steht. Hä? Nein. Doch, ich musste hör mir mal zu, hör mir jetzt erstmal zu. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Willst wissen, ob eine Armee im Gewaltmarsch als Verstärkung dient? Das kannst du einfacher herausfinden, ohne dass du jetzt daneben laufen musst. Und ich versuche dir gerade zu erklären, wie. Du klickst auf eine Armee, gehst da, wo du die Stellungen auswählst, nimmst den Gewaltmarsch, guckst dir an und liest durch, was da steht. Da steht nichts von wegen, die können weder dann oder noch. Kann sie als Verstärkung dienen. Cruel and savage. Nur wenn du dann verlierst, ist die halt komplett weg. Ich verliere nicht. Festergrax. Festergrax habe ich schon mal gehört. Grax, Ehrenblick. Hör mir erstmal zu. Ich kann. Klärst dir. Alissa. Achso. Okay. Dann hör mir nicht zu. Ja, nee, hab verstanden. Mach doch alleine weiter. Weißt du schon, was passiert, wenn ich rausgehe? Ja. So, jetzt muss sie wieder zurücklaufen. Da sagt er nur ja. Weiß ich. So, in ihr kleinen Arschkicks, ich mach euch jetzt sowas von fertig. Ihr glaubt es einfach nicht. Ihr werdet es nicht glauben. Ich werde jetzt über diese ganze Küste marodieren und euch vernichten. Und wenn ich beim Palast der Fürsten angekommen bin, ja, dann gehe ich nach Albion. Und danach... Da oben bist du schon? Nee, noch nicht. Bald. Und dann gehe ich nach Trollfjord. Und danach in die Packeisbucht. Und ich werde diese drei letzten, ja, die werde ich auch gar nicht als Stadt, die werde ich auch nicht als Siedlung nehmen. Ich werde die einfach nur kaputt machen und euch vernichten. Weil ihr scheiße seid. So, was habt ihr jetzt davon? Der ist davon. Ja, weil die mir die ganze Zeit auf den Sack gehen. Selbst schuld. Krieg ich nix. Aber ich brauche mehr. Ich brauche mehr Fernkampfeinheiten. Ich brauche noch einen Schnitter. Ich brauche drei Schnitters. So, und ich brauche mehr Bogenschützen. Nee, das dauert mir zu lange. Zwei Runden reicht. Dann habe ich einen Zehner noch dazu. Das Problem ist, ich muss mich mal anders positionieren. Ich werde mich mal hier so hinstellen. Oh, hier, zack. Damit die da Hilfe leisten können. Das ist eine gute Sache. So. Hier ist in vier Runden eine 20er Armee fertig. Das ist ja toll. Ich baue jetzt einfach das aus. Ich baue jetzt einfach das aus. Ich baue es einfach aus, was ich ausbauen kann. Weil das ist gut.